Moin Moin meine lieben Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück zu Day of Tentacle, beziehungsweise bei dem Versuch, das alles zu verhindern, was geschieht, die Weltherrschaft der Tentakel zu beenden, denn sie kennt uns. Und ja, ich bin die ganze Zeit am Überlegen, bin auch in derselben Aufnahme Session. Eine Folge mache ich jetzt gerade doch noch. Oh Gottchen, ich... Ja, Textbuch. Textebuch. Nimm mal das Textebuch. Nimm das Buch! Meine Güte, Hogi, ich weiß, dass du es nicht mit Büchern hast, aber trotzdem, tu doch mal, was ich dir sage. Ein bisschen was müssen wir auf jeden Fall noch hin und her spülen, aber ich glaube, stimmt, das Buch. Mit dem Buch müssen wir das ans Pferdegebiss kommen, glaube ich. Denke ich, keine Ahnung. Ja. Da müssen wir ganz viel nach Laverne hinspülen. Ich weiß gar nicht, ob inzwischen oben eigentlich die Fahne richtig ist, dass wir die dann holen können mit ihr überhaupt. Das Tentakelmuster, hatten wir das abgegeben? Ich hoffe. Ich hoffe es. Wir können ja nochmal, das war das Zimmer. Das müsste das Schneiderzimmer sein. Da sind die Tentakelpläne. Alles klar, sollte funzen. Das sollte funzen, sollte da. Das war das. War doch hier, ne? Das Pferd, oder? Ja, genau, da war es doch. Der LALR-Übersetzer ist wie folgt konstruiert. Yes, zuerst eine elementare elektrische Struktur. Es funktioniert! Ja. Wenn die Einzelteile NP komplett sind, kann der Krungo-Faktor ignoriert werden. Bla 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 bla, schön. Puh. Die sind genauso groß wie die von Eddie und der ist rohes Stroh auf der Bühne. Okay, das haben wir. Ne, mit den Kaspern waren wir, glaube ich, durch. Bin mir jetzt auch nicht sicher. Kann sein, dass ich auch noch irgendwas vergessen habe. Ah. Jetzt haben wir das Pferdegebiss. Das müssen wir, glaube ich, in aller Wünsche. Das Pferdegebiss. Ja. Hallo? Ah. Das Pferdegebiss muss in aller Wünsche. Die Maus, glaube ich, auch. Die Kurbel müsste. Unterdessen! Was wohl mit Hamilton und Madison passiert ist? Ja, ich bin mir sicher, wir haben uns für Donnerstag verabredet. Ich denke mal, Madison ist bei der Frau, die die Kuchen backt, und Hamilton schlägt sich wahrscheinlich mal wieder irgendwo. Ich wette, die beiden tauchen später auf und beanspruchen alle Ideen für sich. Sehr schön, das könnte sehr gut passieren. So, jetzt machen wir erstmal ganz viel Hin- und Hergespüle. Na, gucken wir mal, ob das nämlich irgendwie... Was braucht denn Laverne? Also das Gebiss braucht sie mit Sicherheit. Damit wir dort jemanden etwas verschönern können. Hier in dieser Zeit. So, Hugi. Die Maus braucht sie, glaube ich, auch. Ja, nicht geht. Nimm. Da ist nichts zu holen. Hä? Achso, hast du schon. Alles klar. Hat sie schon. Ja, meine Güte auch. Rote Farbe. Die hätten wir ja hier gebraucht für die Äpfel. Okay. Den Dosenöffner bin ich mir jetzt nicht sicher. Kann aber auch sein. Den haben wir, glaube ich, auch... Haben wir den schon benutzt? Ich weiß es gar nicht. Der Tippex haben wir... Nee, Tippex haben wir auch noch nicht benutzt. Puh. Wir machen es aber mal, gucken, was bei rumkommt. Wir gucken gleich nochmal, was. Ja, doch, Tippex. Nicht die unsichtbare Tinte, sondern ein Tippex. Was hat denn er hier noch? Gabel. Gabel, Trichter, Sparbuch. Verdammt, wir müssen auch noch unbedingt an die Kohle kommen. Wir müssen das. Oh, das wird nur schwierig. Schwierig. Das HH müsste aber drin sein. Ja gut, Laverne, jetzt bist du gut ausgestattet. Jetzt hast du so viel Schnunz dabei.
Bist fertig mit Tatagen, jetzt kannst du mal wieder zurück und danach mal wieder zum Arzt. Hallo, Herr Tentakeltyp. Es ist Hallo. Zeit. Hey ho, Mr. Tentacle Guy. Juhu, Mr. Tentacle Guy. Ich merk's gar nicht. Mir ist schlecht. Mir ist schlecht. Schon wieder? Immer noch! Sie wissen doch, eine Dame hat halt ihre Beschwerden. Kamin? Das war hier, da war dies, da war das. Geh jetzt zu. Diplom, ja, Diplome. Lalalalalalalalala. Verdammt! Ah! Interessant. Ja, dann geh doch da mal rein. Oh, hier ist der Kamin, meine Güte. Warum sind wir hier noch nicht längst hingegangen? Das weiß ich jetzt auch nicht. Recyclingmaschine, Mikrowelle, was ist in der Tür? Oh. Da ist ein niedlicher kleiner Pullover drin. Für eine niedliche kleine Hamster. Ich kann nicht. Ja, dann öffne das Ding doch, Mädel. Oh, süß. Ja. So, öffne mal den Schrank da noch. Nix. For Sale Cats. Oh, es haben sich doch einige für die Katzen interessiert. Finde ich sehr gut. Ja, wir müssen... wir müssen unbedingt an den Hamster kommen. Da sind wir rausgekommen, dann können wir hier... Da geht's zum Zwinger, alles klar. Da will ich aber nicht hin. Erstmal schnell zum Kamin. Funktioniert! Tatsache, oh, die Frage ist hier oben. Ich habe doch echt nicht mehr dran gedacht. Deswegen hatte sie auch schon die Kurbel. Der hat der Vergangenheitsokami damals bestimmt zurückgespült, damit sie das dann benutzen kann und nur nicht mehr gewusst, wie er hinkommt. Nein, ich nimm, benutz. Kurbel! Kurbel um dein Leben! Take it! Und use it! Ja, bitte! Sieht aus, als würden sie eine Art Show vorbereiten oder so. Okay, wir kommen mal nicht rein. Das heißt, wir müssen wieder durch den Kamin! Reden wir jetzt mal mit ihm? Hallo, ich bin ein Tentakel. Ich möchte meinen Menschen für die Show anmelden. Oh, toll! Ja, ja, natürlich. Nimm dieses Namensschild, steck es ihm an und dann lass ihn in der Halle warten. Die Teilnehmer werden nach 3 Kriterien beurteilt. Bestes Grinsen, bestes Haar und bestes Lachen. Danke, Tentakel-Kamerad. Im Gegensatz zu Menschen warst du sehr nützlich. Oh, danke. Es war mir ein Vergnügen. Alles, was ich jetzt brauche, ist ein Mensch. Oder sowas ähnliches. Boah, das war mal ein gut aussehendes Tentakel. Schon hat sie einen Verehrer. Verdammt, wir müssen die Spaghetti noch irgendwie kochen. Sind die schon gekocht? Oh Gott, die sind schon gekocht. Ah, ja. Ist, glaube ich, ja irgendwie ein Monat her, dass ich da zwischen den Aufnahmen, weil ich dann, wie gesagt, nicht mehr zugekommen bin. Das heißt, wir haben jetzt alles. Eigentlich, ja, können wir jetzt hochgehen. Und ich habe eine Erinnerung, in meiner Erinnerung, etwas, wie wir ihn hier, Harold, oder besser, Alan, genannt. Ja. Du, ich möchte da gerne hoch. Hey, blödes Tentakel. Was? Ich bin kein blödes Tentakel, das war aber gemein. Juhu, sie zeigt uns ihren Rock. Shaky, shaky, bisschen Fanservice. So, nimm mal den Hamster da raus. Ich kann nicht. Du wirst ja wohl... Komm, dann schau rein. Hm, sieht aus, als ob da ein kleines Tier drin ist. Ja, das soll's ja auch rausnehmen. Der arme Kleine. Wow, das muss geil sein. Sieht auch so cool aus.
Interessant. Ja, dann gehen wir mal rein. Die Zeitkapsel! Die Zeitkapsel hier voll! Und ein Kerzenständer? Können wir den mitnehmen? Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Verdammt! Schau dir das mal an. Es ist eine alte Dose. Da steht ein Schild. In Erinnerung an die Gründungsversammlung, ins Leben gerufen von Thomas Jefferson Anno Domini 1790. Von einem Flug Anno Domini 1795 überrannt. Schade um die Zähne. Genau dafür haben wir doch den dabei. Und jetzt müssen wir an den guten Wein kommen. Beziehungsweise, jetzt ist es Essig. Nimm den Essig. Den braucht Hoagie, um seine Batterie da bauen zu können. Kerzenständer. Können wir den nicht vielleicht irgendwie mal benutzen? Jemand scheint ihn am Tisch befestigt zu haben. Dekorativ. Gut, dann soll es dekorativ sein. Wir haben auch den Hamster. Das ist alles gut. Das ist alles schön. Yeah! Hallo Mumie! Hallo, mein stiller, eingewickelter Freund. Ich muss den Chrono John anschließen. Oh yeah! Ich könnte auf einen Sturm warten. Meinst du, es ist komisch, zu einer Mumie zu sprechen? Nicht mehr als Let's Plays aufzunehmen und die ganze Zeit mit potenziellen Zuschauern zu reden, die aber nicht da sind. Yeah! Ja, ein Unterschied mit den Spezies von der Medizinschule. Es ist kein großer Unterschied mit den Jungs an der Medizinschule zu reden. Ja, ich glaube, ich höre das. Es macht kaum einen Unterschied mit den Spezies von der Medizinschule zu reden. Du bist zwar etwas älter, aber... Du hast aber tolle Sachen an. Ich hab gedacht, sie flirtet jetzt mit ihm. Meine Oma hat eine Couch, die so aussieht. Ich sollte jetzt gehen. Na, oh, das ist aber unfair. Wir müssen die Mumie doch dekorieren. Das würde gut aussehen, aber warum sollte ich das machen? Weil wir aus der Mumie... Jetzt kannst du gehen. Ja, so zumindest das fast. Das würde gut aussehen, aber warum sollte ich das machen? Da, Rollschuhe. Dann nimm die Rollschuhe. Die müssen wir nämlich, glaube ich, noch unter die Füße klemmen. Ich würde ja, aber wer schaut dabei zu? Ja, dann müssen wir es anders machen. Dann benutze. Das macht keinen Sinn. Schließe, öffne, ziehe. Oder nee, drücke. Wir drücken mal. Alle Nonne! Oder 10, wie immer. Auf jeden Fall alle umgehauen. Ja, das ist der Geist. Jeder wartet auf den Anfang. Lasst uns mit der Show beginnen. Nun geht's los. Ich bin schon ganz nervös. Ja, wart's ab, mein Freund. Wir werden das schon schaukeln, das Pferd. So. Gütiger Himmel, du bist Purpur, Ja? Meinst du nicht, dass ich gut genug zu essen habe? Okay? Meinst du nicht, du siehst gut genug zum Essen aus? Okay, habe bemerkt, dass du schimpfst. Sag, du kommst mir bekannt vor. Natürlich, du Blödmann. Ich bin Purpur-Tentakel, der berühmte Welteroberer. Bist du das gleiche Purpur-Tentakel, das Dr. Fred kannte? Du meinst den von früher? Ja, ich erinnere mich an das Insekt. Worüber schimpfst du denn so? Ich schimpfe nicht. Ich denke laut. Okay. Das tue ich auch immer. Ah!
Was denkst du denn gerade? Ich arbeite an einem Verkleinerungsstrahl, mit dem ich diese lästigen Menschen verschwinden lassen kann. Okay. Erzähl mir mehr von dem Verkleinerungsstrahl. Ich nenne ihn den Miniaturisator. Das größte Problem am Design ist der Schalter für Leute ohne Finger. Wie gut kanntest du eigentlich Dr. Fred? Was soll das bedeuten? Du sympathisierst nicht etwa mit Menschen, oder? Nein. Ja, ne? Ich finde Menschen einfach widerlich. Das ist der Geist. Entschuldige mich, ich habe etwas im Ofen stehen. Kenn ich den? Hey! Völlig irre. Sehr geil, geh zu Welteroberungspläne. Laut diesen Plänen beherrschen die Tentakel bereits große Teile der Welt. Ja, die können wir doch vielleicht irgendwie abändern. Immerhin hat er die Antarktis noch nicht erobert. Ja, also immerhin. Gut. Und was jetzt passiert, das erfahren wir in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten, Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis dahin. Tschüss.